The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. Und damit herzlich willkommen zu Nightingale. Ich habe gerade den Release-Trailer dazu gesehen. Und ja, ich dachte, ich probiere das Spiel mal ein bisschen aus, weil es hat mich schon ein bisschen angefixt, so von der Idee her. Geht ja auch so ein bisschen wie in Richtung Ark und andere Survival-Konsorten, dass das ein bisschen abgedrehter ist. Und es wird ja beschrieben mit, begib dich auf eine Reise ums Überleben und voller Abenteuer in den geheimnisvollen und gefährlichen Feywelden. Wage dich als unerschrockener Reamwalker allein oder mit Freunden hinaus. Erforsche Kräfte, baue und kämpfe in einer visuell beeindruckenden viktorianischen Fantasy-Welt. Und gerade der viktorianische Stil, na, das hat schon was. Die Bewertungen vom Spiel sind ausgeglichen, stand von dem Video. Das hat vor allem den Grund, dass es wohl sehr viel Grinding gibt und ja, always on. Zumindest noch. Sie haben geschrieben, dass sie daran arbeiten, dass das weg ist. Stand von der Aufnahme ist es noch an und ich hatte damit schon Freude gehabt, denn die ersten paar Tage konnte ich nicht spielen. Jetzt kann ich aber. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Das ist für mich mein allererstes Mal, dass ich in das Spiel reingehe und wir machen uns erstmal ein Profil. Und ja, der Charaktereditor von Nightingale, der ist ziemlich umfangreich. Ich habe das bei anderen schon mal ein bisschen sehen dürfen. So, bla bla bla, soweit alles klar. Man hat die unterschiedlichen Kopfformen hier. Ich weiß gar nicht, was ich hier nehmen soll. Man kann in dem Editor Stunden verbringen. Ich suche mal jetzt mal etwas aus, was so einigermaßen passt. Ja, der sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Man kann das Alter einstellen. Ne? 16, und jetzt bist du mal auf. 70. Das ist geil. Ja, ich würde mal sagen, wir sind so 35. Stimme. Spiel mal ab. Aha. Achso, sind nur die zwei. Okay. Passt. Und dann kann man hier noch abstimmen. Akademiker. Reifiger Gelehrter, der sich sowohl in Natur- als auch Geisteswissenschaften bestens versteht. Sie verbrachten ihre Zeit in den großen Bibliotheken. Ja, das klingt so überhaupt nicht nach mir. Politiker, warte, jetzt gehen wir generell mal durch. Politiker, Handwerker, Eremit. Schon eher. Offizier. Tauge nichts. Ja, vielleicht tauge nichts. Kleinkrimineller. Vagabund, mittellos und auf den Straßen oder schlimmer im Armenhaus daheim. Nee. Das war's schon. Ich glaube, ich mache Offizier. Abstammung. Wie jetzt?
Muss ich das ausfüllen? Erbe? Alter, okay. Keine Ahnung. Ich wähle jetzt einfach mal ein bisschen was aus. Am besten so. Ich kann wirklich nicht sagen, was das für einen Effekt hat. Ich mach's einfach mal voll. Ja, macht natürlich Sinn. Sieht ein bisschen zu ähnlich aus, machen wir das so. Und so? Ja, okay. Weiter. Passen Sie aus den anderen Haut- und Augenfarbe, Make-up und mehr. Ja, hier wird es dann richtig wild. Hautfarbe. Ja, schon mal gar nicht schlecht. Okay. Tätowieren geht auch nicht. Haare passen eigentlich. Kopf. Stirn. Mal dann machen. Okay. Alles mögliche. Nasenwurzeltiefe. Alter, da kann man sich immer so richtig auszoben. Das ist... okay. Ja, wobei die Augenfarbe. Augenburschen, Augenfarben. Oh ja. Das passt. Make-up. Nee, brauche ich auch nicht. Wählen Sie Startumstände Ihres Charakters. Die verändern und entwickeln sich im Laufe des Spiels. Aha. Also... Okay. Schwierigkeitsgrad. Wundersrüstung mittel. Einfach. Schwierig. Oh, sieht aber geil aus hier vom Outfit. Extrem. Okay. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ich würde sagen mal einfach. Nicht lange, nachdem ihr finanzielle Lage sie zum Eintritt ins Militär gezwungen hatte, wurden sie an der Front geschickt, wo sie beispiellose Gewalt erfahren und selbst verüben mussten. Mit jedem neuen schrecklichen Anblick schien ihnen die Unabwendbarkeit der endgültigen Niedergangs immer mehr gewiss. Um sich darauf vorzubereiten, gestalteten sie ihr Zuhause mit all den nötigen Dingen aus, die sie im Falle des Untergangs brauchen könnten. Als die Blässe hereinbrach, aha, lächelten sie wissend, dass sie vorgesorgt und ihre Verpflichtungen endlich ein Ende erreicht hätten. Okay. Finalisieren. I guess. Bitte wählen Sie einen Namen. Ja, das ist natürlich klar. Bravura. Und los geht's. Before time itself, the realms have existed. Born of curiosity, we opened the first gateway to our endless Feywilds. The Fey have long since aided man in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known until your grasp extended reach. Greed, in the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale, only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. But perhaps not all is lost, for Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment, humanity's final beacon. Your path thither is winding and full of terror's nascent realm walker. Wilt thou succumb to fey lands beyond thy wit? Or wilt thou endure, find the way homeward and rebuild anew? Okay, also was ich jetzt daraus mitnehme, ist, dass man da, unser Endziel ist es, nach Nightingale irgendwann zu kommen.
Auf dem Weg dahin besuchen wir halt die unterschiedlichen Realms, die zufallsgeneriert sind und die wir auch selber gestalten können. Unbekannte Welt. Weltenkarten nicht verfügbar. Anwesende Fraktionen nicht verfügbar. Die verfügbar? Ja, okay. Los geht's. Let my words steer your steps. Okay. I guess wir sind jetzt gerade durch ein Portal gegangen. Ja, kann ich nichts machen. Wollen wir sie Chat und Protokollsichtbarkeit geben bei Einstellungen? Ja, aha. Sollte das nicht eigentlich in einem Leuchtturm sein? Interesting. How now, Fleshling? Links, rechts. Will wander you lost in our Feywilds? Das sieht nach einer aktiven Sackgasse aus. Aha. Ausdauermieter separat. Show haste, human. Warum? Das sieht geil aus. Ich mach da schon mal einen Screenshot. Quickly, before hey, da sind gerade die Frames runtergegangen. Moin! Mit Puck. Shadows abound. Yet, like a fire's final embers, you refuse to be snuffed out. Ja, wäre ein bisschen früh. I come with an offer to guide you to a safer realm and rebuke death, unlike so many of your kin. Okay. Take these bloodstained cards, play them, and let amiable bond be drawn between Fey and Fleshling. Ob du wirklich der Gute bist. Give me your hands, that we may be friends, and I shall restore amends. Omosit inkunul ome. Hurry yonder toward portal and apparatus, so you, bear child of earth, might abscond this nightmare. Travel to the forest byway swiftly. Across the divide, a greater gift awaits. Partnerships with We Fey afford many wonders yet unseen. Nebenweg am Walde. Auf der anderen Seite der Kluft erwartet dich ein großartiges Geschenk. Okay. Ciao. Kurz Moment noch umsehen hier. Könnte ja sein, dass sich da irgendwas versteckt. Oh, sieht nicht so aus. Gut, was ist das da? Weltenkartenmaschine öffnen. Okay, Biomkarte, große Weltenkarte. Und so werden wir dann später unsere Realms dann gestalten. Biom. Waldkarte. Und Nebenwegkarte. Spielen Sie diese Karte, um eine dicht bewaldete Welt zu suchen. Die erste entdeckte Welt war von einem üppigen Wald überzogen, der die Ritter des Roten Kreuzes fälschlicherweise glauben lässt, dass Feldwildnisse irdischen Nebenräumen gleich würden. Bis sie sich jedoch irrten. Und die Nebenwegkarte? Spielen Sie diese Karte, um eine kleine vorübergehende Welt zu suchen. Es existieren kleinere Wildnisgebiete, die als Passagen zwischen größeren Welten dienen, wie ein Geheimgang zwischen zwei Waldrichtungen. Die Ritter des Roten Kreuzes erfuhren von den Fee, dass die Nebenwege genannt werden. Ja, dann, let's go. Fly, Realmwalker. The fiends have caught your despairing stench. Welche Bestien? Wow! Wow! Das ist live, hätte ich gesagt, das muss mal jemand klippen. Okay. Das war eine schnelle Entscheidung.
Ja, ich glaube, ich muss da mal an der Aufnahme was anpassen, weil OBS ist gerade überhaupt nicht happy. Ich spiele auch nicht. Also wenn es im Video leckt, dann tut es mir gerade leid. Ja, das wieder normalisieren. Ja. Ja, okay. Ich glaube. Servus. Count thyself among the fortunate few who managed to flee the Pale's noxious proliferation. Nightingale still stands, but Earth teeters on the brink, and these wilds are far from hospitable. Sequestered so and struck by woe begs the question, wilt thou be a survivor? The gift I promised should aid thy cause. A hermetic guidebook and pocket watch, purloined off the corpse of a realm walker. Keep these like close companions. With the man-made network sundered, entrust me to find the trail forward through these byway realms. Also grundsätzlich vertraue ich am Anfang erstmal gar keinem. I hear your stomach snarling. Take reprieve from misery and gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Preserve yourself and I shall return anon. Oh, under this mask you wonder. I am Puck. Robin to some. Oberon's merry wanderer of the night. The last furtive Fae to grace your kind. Zumindest so sagst du das. Mal gucken. Ja, ich behalte mal OBS ein bisschen im Auge. Ist hier jetzt nicht so happy. Das Geschenk. Okay. Rui Bär nehmen. Das sieht schon cool aus. Bären? Sammeln. Nebenhand Gegenstände. Nebenhandgeschäft benutzen. Sie können keine Gegenstände wie Nahrung und Fackeln in ihren Nebenhand halten. Drücke Sie F, um den von Ihnen ausgelösten Nebenhandgegenstand zu benutzen. Okay. Okay. Steine nehmen, Stöcke nehmen, Ruhe Bären nehmen. Stöcke. Okay, Bären. Ich habe einfach noch nichts gegriffen. Ah, oh, okay, da würde ich mal sagen, einfach mal wild drauf lossammeln. Oh, Blumen, keine Ahnung, für was das gut ist. Ui, sieht geil aus. Lassen wir da ins Wasser rangehen. Ja, also das Wasser hat was. Kann ich schwimmen? Okay. Schwimmen für gewisse Zeit. Nice. So, gehen wir wieder raus hier. Gut, Stöcke haben wir, Steine. Okay. Steinprimitiv. Gibt's auch nicht primitive Steine. Die Tiere schauen noch relativ normal aus. So, wir brauchen noch Bären. Bären, Bären, Bären. So, hier. Und wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, diese allererste Welt hier, die ist noch statisch. Weil Tutorial. Aber alle anderen sind einfach per Zufall generiert. Richten Sie ein Lagerfeuer. Ich habe nicht aufgepasst beim Text. Was ist das hier? Ist das das Portal, wo es dann schon wieder weitergeht? Oh mein Gott! Vielleicht gibt es auch niedliche Varianten. Süß. Ja, da ist auch wieder so eine Maschine. Ich glaube, ich mache mein Lager. Hier. F, glaube ich. Nee, shit. Ja, wie kann ich was bauen? Das ist verteidigen. F gedrückt halten? Nee. T? Mache ich denn das? C. Kochen. Gebratene Beeren. Bauen?
Lagerfeuer. Braucht eine Erweiterungslots. Alles klar. Tagebuch. Herausforderungen. Glossar, Kodex, Spielanleitung. Ja, bauen. Bauten richten. Ja, weiter. Ach so. Das braucht man mit, bis es aufgeht. Überleben, Ressourcen sammeln, ernten. Okay. Händler. Hä, hey, kann ich da einfach so einen Laden öffnen? Okay. Besucht sie diesen Laden in der Welt, um diesen Eintrag zu kaufen. Okay. Ansonsten. Oh, wir haben eine Karte. Holy shit, das ist ja riesig hier. Okay. Und logischerweise das Inventar. So, Handbuch. Herstellen, bauen. Ich hätte das da gern. Portieren. Ungeschützt. Und Bauwerk steht unter keiner Unterkunft. Loser Untergrund. Ja, mein Gott. Ich würde sagen, da. Und jetzt? Ressourcen automatisch hinzufügen. Das ist schon mal gut. Bauten, hätte das Lagerfeuer können zum Kochen ein bisschen so verbessern und herstellen. Ja, ist klar. Bergbänke und andere Stationen in Nightingale haben mehrere Ressourcenpunkte. Integrieren sie mit der Vorstellung des Lagerfeuers, um Brennstoff und Flamme zu verwalten. Das ist soweit auch klar. Aha, aha. Ja, das klingt alles ziemlich Standard. So, Brennstoff hinzufügen. Pflanzenfaser, Stücke. Kann ich da auch sagen, teilen? Ah, Umschalt. Keine Ahnung, Bier. Gut. Passt. Gegenstände herstellen, da. Gebratene Beeren. Rohe Beeren, Blaubeere. Herstellen. Was ist schon? Komm ich denn da jetzt wieder raus? Ah, okay. Sie können nicht mehr da öffnen. Ja, okay. Also, die sind jetzt gebraten, oder wie? Ja, gebratene Beeren. Alles klar. Essen Sie gebratene Beeren. Okay. Okay. Gebratenes Fleisch. Habe ich jetzt durch Beeren. Oh, wohin? Ah, you've avoided embarrassment by staving off starvation. From the lingering scent, your meal was no summer court banquet. But at least you persist. We must carry forth whilst this byway is aligned with another. One which should get us closer to necessities we'll both require. The portal stands nearby. Delay not, for the withering sands await. Ja, was ist denn mit den Gegenständen, die du erwähnt hattest? Muss ich die hier nicht erst suchen? In das Portal dieser Welt und begibst du dich in das Wüsten-Nebenweltweg. Das Portal habe ich gefunden. Steht da noch irgendwas im Losada Herrschend-Tagebuch? Nee. Herausforderung? Abenteuer? Nee. Ah ja, gut, dann machen wir einfach mal das, was das Tutorial uns sagt. Moin. Aber das wäre ja jetzt... Achso, Wüstenkarte. Und wieder Nebenwegkarte. So, spielen Sie diese Karte, um eine dürre Wüstenwelt zu suchen. Geoarkanisten längst vergangener Tage suchten oft Wüsten auf, um das Spiel des Sonnenlichts in den Dünen zu genießen und sich an der Illusion eines endlosen Horizonts zu erfreuen. Räumlichkeiten von denen Fee aufgegeben, nur einige Überreste sind zurückgeblieben. Oh, ich kann nur die Weltschwierigkeit voreinstellen. Na dann, mach mal auf.
kommen da jetzt wieder so Gegner? Scheint nicht so. Gut, oh, tschüss. Okay, Betten in der Nähe von Wärme. Macht irgendwo noch Sinn. Er schläft schon gerne in der Kälte. Hey, und da gehen die Frames wieder runter. Hier beim Laden. Okay, Reise fortsetzen. Warte ich einen Moment. Ah, da ist er ja wieder. Heiß. Geh mal in den Schatten. Summer runs through my being as blood runs through yours. Yet I've seen that dew men call sweat flow like rivers in our deserts. This heat devours spirit and life alike. How be it? Enduring the elements is part of the realm walker's folly. Pleasure sought through vanquishing hostility. Whether this pleases or not, without shelter and the means to defend it, you'll not last long. Best to test your nesting prowess and avoid exhaustion while I scour for the next byway. Okay. Also wir sollen eine Unterkunft basteln. Was passiert denn, wenn ich da zu lange in der Sonne bin? Eis. So, sammeln. Ein bisschen arg arschig, wenn ich dann... Ja, beschwert sich schon. Was zum... Hat der gerade Äste geschissen? Okay. Wusst du mir was? Okay. Das ist ein bisschen schräg hier. Oh, das sieht aber geil aus. Ich glaube, da drin werde ich mein Lager machen. Und ich muss jetzt definitiv noch mal ein bisschen an den Einstellungen spielen. Ne, 4090 ist... Was ist das? Okay. Machst du das jedes Mal, wenn ich da rankomme? Was bist du? Okay. Ja, ich glaube, die tun mir grundsätzlich nichts. I guess. Ich will mal nach da unten hin. Aber ich glaube, es ist nicht so geil, ein Zelt zu bauen, wenn die Dinger da Sachen kaputt machen. Moin, lasst euch nicht stören. Was ist das? Hoffnungsecho. 25. November 1880, Sambungan. Täglich laufen nun Boote aus und das Schellen von Glocken erfüllt das Hafenbecken. Die Evakuierung ist im Gange und einige Menschen suchen Zuflucht in anderen Städten. Andere wollen das entfernte Nightingale erreichen. Da. Was geht hier ab? Wo war ich jetzt? Lässig doch lang und beschwerlich. Er sieht, er ist dafür verantwortlich, dass der Großteil meiner Zeit am Ufer verbringe und den Schiffen zusehe, die ins Unbekannte davonsegeln. Ich sehne mich danach, sie wieder lächeln zu sehen. Dieses schiefe Grinsen, wenn sie mir wieder eine neue Entdeckung präsentiert. Die sorgsame Art, mit der sie ihre kostbaren Funde behandelt. In enthusiastischen Erzählungen bei ihrer Rückkehr ist sie stets so lebendig und voller Tatkraft. Ich würde alles dafür geben, sie endlich wieder an meiner Seite zu haben. Okay.
Sehe mich hier mal um. Fackel wäre nicht schlecht. I-Menü öffnen. Infusion der Genialität. Aha. Leichter Heiltrank. Das mache ich mal auf die. Ja, komm, mal rein hier. Infusion. Okay. Mal alles mitnehmen. Hat sich schon mal gelohnt. Moin. Okay, man kann auch so hochklettern. Was ist das? Automatenchest. Hm, da ist nichts drin, aber ich kann hier was ablegen. Und hier geht's nicht weiter. Aber da hinten ging es noch nach oben. Dann ganz schön viele von euch. Hm. Ja, komm. Geht's da noch? Nee, da geht's nicht rein. Ich glaube, da komme ich nicht. Hey, komm. Okay, Müdigkeit ist ein Ding. Ich würde sagen, das eine Zelt bauen wir da hinten oben auf. Auswirkung eines Sturzes. Sie sind überhitzt. Ja, gleich. Moment. Oh, die kommen hier rauf. Aber werden das jetzt immer mehr hier? Was macht ihr hier? Oder sind das so Sammler? Aha. Wir gehen alle zu dem Ding dahin. Das sind Sammler. Holzbündel. Hey, das ist hier mal mega praktisch. Kann ich die dann selber mal programmieren? Oh, holy shoot. Ja, viel Spaß da. Also ich mache das Zelt mal hier. Handbuch. Bauen. Zelt. Ach du Scheiße. Oh shit, das ist groß. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, baue ich das mal hier unten hin. Okay. Was ist das hier? Ah, jetzt so. Okay, in der Unterkunft sind Weltenwanderer vor bestimmten Unwettergefahren wie Hitze, Regen und so weiter geschützt. Waren sie ein Schlafsack? Das ist wirklich sehr primitiv. Sie sind am Verhungern. Moment. Inventar. Ich glaube, wir müssen nochmal los. Okay, Survival-Spiel lässt grüßen. Und entsprechend kann ich jetzt auch nicht weit sprinten. Ah, hier steht ein geschützten Schlafsack her. Was ist das? Holzbündel. Ich brauche was zu essen und kein Holz. Ja, zumindest ist das Portal schon mal gefunden. Ich brauche Beeren. Ja, cool. Spiel angefangen und schon am Verhungern. Ich hätte nicht so bummeln sollen. Da hast du wieder diese Holzviecher. Komme ich denn hier zur Nahrung? Hm.
Der Planet ist ein bisschen ungeil. Hier ist weit und breit nichts. Gut, ich komme mich dann zum Schluss vielleicht mit. Okay. Du bist ein bisschen zu groß, als dass ich mich mit dir anlegen würde. Da hinten ist noch so ein Vieh. Ja, shit. I guess wir machen dann halt mal den Schlafsack. Geil. Mit der Hoffnung, dass ich vielleicht ein bisschen regeneriere. Shit, shit, shit. Okay, also, Handbuch herstellen. Na, bauen. Zelt, Schlafsack. Platzieren. Einmal da. Wenn Ihre Ausgeruhtheit zu niedrig ist, verlieren Sie maximale Ausdauer und sterben, wenn diese. Oh. Okay. Die Dauer der Ausgeruhtheit erhöht sich mit zunehmender Komfortstufe Ihres Bettes. Annehmlichkeiten wie Licht, Wärme und Einrichtung erhöhen die Komfortstufe. Okay. Das Ausruhen ist eine Mindestkomfortstufe erforderlich. Die Errichtung der Schlafsack in einer Unterkunft erfüllt die notwendigen Anforderungen. Also ich konnte nicht einfach mal so irgendwo platzieren. Okay, provisorische Holzaxt. Provisorische Fackel, Holzaxt, Sichel, Bergmann, Jagdmesser. Machen wir mal die Holzaxt. Wir haben keine drei Stöcke? Was redest denn du da? Da, Holzbündel. Holzbündel erleichtern das transformieren rudimentärer grober Strukturen. So etwas mit einer Hauch von Raffinesse. Ist das für sich was Eigenes? 6 Essenzstaub. Ausrüsten? Okay. Gut, wir brauchen provisorischer Bergmannspickel, provisorisches Jagdmesser. Okay, wir brauchen Holz. Ah, warte mal, habt ihr da vielleicht ein bisschen was gesammelt? Naja, Holzbündel. Holz. Ich nehme es trotzdem mal mit. So. Einsammeln. Okay. Provisorische Fackel. Einmal. Holzaxt. Pflanzenfaser. Pflanzenfaser, Pflanzenfaser. Gut. Finde ich nicht so geil, dass wir jetzt hier so einen roten Rahmen haben. Jetzt vermutlich alles nur Stöcke. Oh, Pflanzenfaser. Kann ich Wasser trinken? Nee. Okay. Holzaxt. Machen wir mal das Jagdmesser. Moment, habe ich das jetzt zweimal gemacht? Holzaxt. Sichel, da brauchen wir noch Steine. Das nehmen wir auch mit. Nice, kann ich das gerade mitnehmen? Weil das sind Steinblöcke. Passt. Gut, Jagdmesser.
Oder? Ja, Jagdmesser einmal. Bergmannspickel. Sichern. In den Welten können einfache Ressourcen gefunden und geerntet werden. Ja, was du nicht sagst. Ressourcen verbessern, veredeln. Mit den Ressourcen können sie entweder Gegenstände herstellen oder die Ressourcen selbst mit Hilfe Ressourcenschätzung zu besseren Ressourcen veredeln. Alles klar. Unsere Werkzeuge und bessere Ressourcen mit speziellen Qualitäten aus der Welt zu ernten. Soweit auch klar. Jedes Werkzeug verursacht Schaden einer bestimmten Art. Okay. Kreaturen haben Schwächen und Widerstände im Hinblick auf verschiedene Schadensarten. Macht auch Sinn. Okay. Was hier? So, Poki, wie sieht's denn aus? Ich brech mal was zu essen. It slipped my skull that Earth's great citadels resulted from decades of toil. Still, I expected more than that lowly truss of sticks and the haphazard cudgel you now hold. Hier ist aber sonst nichts. You'll need better woodworking skills than that when we reach our destination proper. It affords the perfect setting for... Well, we shan't ruin the surprise. Ist klar. Let us depart and speak of your ill-favored constructs no more. Was? One final by way of muck and mire, then this path of beginning shall fork unbounded into whatever endings you seek. Okay. So. Na, weg hier. Aber er lässt mich zumindest noch nicht verhungern. So, was haben wir denn hier? Sumpfkarte. Da gibt es doch bestimmt Sachen, die ich jagen kann. Sumpfkarte. Spielen Sie diese Karte, um eine Welt voller Sumpf und Moor zu suchen. Stiefel, die im Schlamm versinken. Ein Bild, das jene Weltmanner, die schon einmal die Sümpfe durchschritten haben, nur so gut kennen. Diese Karte scheint ihren Besitzer anzustarren wie eine mit Morast lauernde Kreatur. Oh, let's go. Da war wieder so eine Erinnerung. Hoffnungsecho. 18. Dezember 1880, Samungen. Nun ist also auch unser Eid. Die Blässe umgibt die Stadt. Eine beklemmende Wand verschluckt die Gebäude und rückt immer näher. Die Evakuierungen wurden gestoppt, da kein Ufer mehr gibt, von dem aus man sich absetzen könnte. Niemand weiß, was geschieht, wenn einen die Blässe erreicht. Während ich hier stehe, nimmt sie Straße um Straße für sich in Anspruch. Schreie dringen durch die Luft. Doch dann Stille. Ich will zu ihnen gehen und ihnen helfen, doch ich kann nichts tun. Niemand kann irgendetwas tun. Es wird gefährlich, noch länger hier zu bleiben. Einige Leute haben den Schritt durch das Portal gewagt, unwissend, was sich dahinter verbirgt. Sie haben es darauf ankommen lassen, doch ich warte hier unwillig, nicht bis zur letzten Sekunde abzuwarten. Wollen Sie hierher zurück, wissen Sie, wo Sie mich finden können. Sita Sayang, wo auch immer du bist, ich bete, dass es dir gut geht. Naja, zumindest keine Leiche gefunden, ob er dann doch weg ist. Na gut, wir gehen mal durch. Und jetzt wird erstmal wieder geleckt. Oder diesmal nicht? Doch jetzt. Okay, das Spiel hat sich wieder beruhigt. Oh. Sie sind erwungen, ja, ich weiß. Ist das jetzt zufallsgeneriert? If not for Astaroth's decree, this trek would have been as easy as peach pie. We Fae are forbidden from consorting with your kind. And while my amity is yours, it behooves us both to move with caution. The bound guard Fey archways that align with temporal realms. As they're already acquainted with your despair, those fiends will emerge when you try to leave this final byway. Okay. While I know man's impulse is to flee, without pluck, you're sure to expire. Prepare yourself, Realm Walker. Once this fen is within our wake, a fine morsel of knowledge I shall bequeath.
Ahead lie relics of humanity's future. Gut, soll heißen, jetzt wird hier dann gekämpft. Ja, Jagen würde ich jetzt super toll finden, Pflanzenfaser. Ja, so modig wirkt sie eigentlich gar nicht. Jetzt sind vertrocknet. Dort sind Tiere. Ich werde mal versuchen. Oder ist das ein Gegner? Oder ist es überhaupt... Ne, es bewegt sich. Was ist... Yes. Sie sind verletzt. Sie müssen wieder... Was? Ernst? Ernst jetzt? Memento Mori. Naja. Immerhin. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Health. Und da hinten ist der tote Body. Da hinten ist... Irgendwas ist hier im Rumpfeil. Oh. Ich glaube, das Ding will was von mir. Weißt du was? Wenn du das rumpackst, komme ich mal zu dir. Nice. Oh, okay, das geht ziemlich ins Detail. Und wir brauchen ein Lagerfeuer. Jo, und Unterschlupf. Ich glaube, es ist eine gute Idee, dass ich vielleicht mein Inventar jetzt erstmal voll mache. So, meine Leiche. Alle Gegenstände nehmen, Dankeschön. Oh, eine schöne Kiste. Krankheit. Oh, I see. Okay, habe ich mal das Lager mal hier. Kochen, wo so. Warte mal, kochen, gebratene Beeren. Alle hat's gelesen. Nur Herstellbares. Nee, bauen. Erweiterung, wenn man herrschen Grundlagen. Lagerfeuer platzieren. Dankeschön. Nee, ich brauche mehr Steine. Steine? Moment mal, was ist, wenn ich... Geht das? Nee, warte mal, da brauche ich diese... Ist da. Das funktioniert. Okay. Kann ich das nicht noch kleiner machen? Ich nehme es mal mit. Geht das auch mit dem? Nee. Gut. Wo? Ach da. So, Brennstoff. Oh, das Holzbündel hier. Anzünden. Gebratene Beeren kann ich nicht. Nur herstellbar ist mal so grundsätzlich. Also, Brennstoff verwalten, herstellen. Automatisch. Geht schon. Erstellen. Quality 1. Ach so, das braucht erstmal. Oh, I see. So, komm. Wieso kann ich das nicht herstellen?
automatisch auffüllen. So, jetzt. Erstellen, Dankeschön. Okay. Wir brauchen Geduld. Das ist nochmal so ein Vieh. Hey, komm mal her. Dankeschön. So, herstellen. Da sind wir noch da dran. Also wenn wir da eine große Basis haben, dann gibt es mehr als ein Feuer. Kann ich denn schon was essen hier? Achso, das ist ja eh schon da unten. F7. Bitte einmal essen. Ah, okay, gut. Ach du Scheiße. Holy shit. Dankeschön. Es ist nicht sicher hier. Okay, einmal die 8 bitte. So, sammeln. Dankeschön. Der ist immer noch dran. Essen. Okay, wir sind soweit wieder voll. Inventar. Lass mal kurz gucken. 6 Fleisch. Ich glaube, ich gehe noch mal ein bisschen jagen. Wait a moment. Wie ist es eigentlich mit Bäumen? Welches ist das Richtige? Ah, das da. Oh, das sieht cool aus. das ist mit der Holzbindel. Kann ich die klein machen? Nee. Gut. Ja, damit. Was sind jetzt die Tiere, wenn man sie einmal braucht? Naja, dann halt nicht. Gut. Also, gebratenes Fleisch automatisch auffüllen. Maximale Anzahl. Erstellen. Geht schon. Gut. Dann gehen wir. Ah, da. Kann ich. Oh, ich kann schleichen. Gibst du mir extra Damage? Bin ich ins Wasser? Nice. So, her damit. Guck mal, ist das ganze Wasser hier giftig? Warte mal schauen. Was ist? Wo? Ah, da. Hey, komm mal her. So ein kleiner Chumpy. Oh, das kann ich auch. So, ich würde sagen, fleischtechnisch reicht das erstmal. Wieso? Was? Kapuzenperlerine herstellen? Was ist denn das? Schau gleich nochmal nach, nachdem ich das Fleisch hier geholt habe. Sammeln. Okay. Was ist denn das? Provisorische. Ach so. Fell- und Pflanzenfaser. Herstellen. Ist das? Habe ich das jetzt schon ausgerüstet?
Nee. Attribut, die maximale Gesundheit 7,5. 11. Das ist besser. Ausrüsten. Ja, irgendwie so ein Vergleich wäre irgendwie schön, so direkt nebeneinander. Okay. So, Healing Salve nehmen, gebratenes Fleisch nehmen, das haben wir schon. Healing Salve. Healing Salve, da fehlt ein bisschen was. Diese Salbe sorgt beim Verzehr für schnelle Gesundheitsregeneration und wirkt allerdings seltsamerweise kaum sättigend. Oh ja, das maximal. Knochen und Pflanzenfaser herstellen. Das geht auch einigermaßen schnell. So, Brennstoff, was machst du? Ach, 15 Minuten reicht es noch. Ja, überhaupt kein Problem. Was wird denn doch mehr Fleisch? Okay. Schließen. Nee, ich will Inventar. Ja, wir haben fünfmal haben wir hier. Gut. Liebe Leute, ich mache jetzt hier mal. Was ist denn das hier? Also Knochen. Ich mache jetzt hier mal kurz einen kleinen Cut. Ich werde das mal hier so alles hier fertig machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich jetzt wieder. Essen und so weiter, da habe ich alles hergestellt. Also ihr seht, wir haben da relativ viel jetzt zum Futtern. So, warte mal, Essenzen, was haben wir hier so noch alles? Nee. Okay, kann man das so sortieren? Passt. Okay, also wir haben da 8-mal das Fleisch, 2-mal das. Healing Safe haben wir 6-mal, Pflanzen haben wir 4-mal. Das sollte reichen. Hier können wir uns auch ausruhen. Schlafsack ist auch da unten drin. Ich würde sagen, in der nächsten Episode schauen wir uns das Ding hier mal an. Beziehungsweise, eins machen wir jetzt noch, diesen Essenzstaub nehmen. Und ich glaube, den sollen wir von dem da extrahieren. Ah, extrahieren. Okay. Entschuldigung. Das war jetzt nicht gewollt. Okay. Nutzen Sie Essenzstaub, um abgenutzte Werkzeuge oder Kleidung in Ihrem Inventar wiederherzustellen. Wie geht denn das? Rechtsklick. Reparieren. Oh, praktisch. Die Map shows Dreamwalkers Discovered Points. M. Ah. Portal. Das ist nicht sehr groß hier. Gut, dann reden wir das letzte Mal mit Buck und dann ist Schluss. Stolen life to preserve your own. A necessity, lest it become a vice. One imbibed by men like dandelion wine. Now, I've led you about around. Through bog, through bush, through brake, through briar. And forthwith, a temporal realm of abeyance awaits. And so too, Nightingale. First you must oblige your inner essence and choose the landscape that beckons. Ah, no need for words, only thought. Ich würde sagen, weil... The mystery of the halt. Play your cards, but beware. The bound will storm once the archway rouses. Crack their pitiable little skulls. Show no mercy. Also der Ball ist aktiviert, kriege ich Stress. Okay. Und tschüss. Ja, ich will sagen, das werden wir dann in der nächsten Episode herausfinden. Und ich gehe mal hier rein, weil ich war sonst nass. Okay, liebe Leute, es hat vielleicht gefallen. Mir auf jeden Fall ja. Ich meine, wir haben noch nicht sehr viel gesehen, aber hat Potenzial. Wir werden mal schauen, wie schlimm das wird noch mit dem Grinden. Bis jetzt hält sich ein Rahmen, aber wir haben ja auch nicht sehr viel gemacht. Und irgendwo haben wir da noch eine Basis. Mal sehen. Und es hat noch eventuell vor, im Multiplayer zu spielen und das natürlich dann auch aufzunehmen. Mal schauen, wie viele Episoden es da von Nightingale gibt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin,
Macht es gut. Gute Reise. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.